Willkommen zu Brain Damage, mein Name ist Chris und Alligator hat sein neues Album Rotz und Wasser veröffentlicht. Falls sich der eine oder andere fragt, hey, wo bleibt eigentlich meine physische Version des Albums? Das Ganze ist verschoben worden. Am Freitag ging eine E-Mail vom 30 Grad Merch Shop raus, in der stand, dass eben nicht alle Alben ausgeliefert werden konnten. Wobei ich da jetzt nicht weiß, hieß es, es konnten nicht alle ausgeliefert werden, deswegen verschieben wir es gesamt. Oder sind ein paar ausgeliefert worden? Wenn ihr es schon habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Nachdem die ersten beiden Singles veröffentlicht worden sind, bin ich persönlich davon ausgegangen, dass wir hier einen relativ neuen Alligator bekommen werden mit viel Gesang, vielleicht sogar ein komplett gesangslastiges Album. Das habe ich dann ab Nachbeben nicht mehr gedacht, aber gesangslastig. Und was haben wir bekommen? Ich werde jetzt mal auf jeden Track kurz ein bisschen eingehen, aber jetzt nicht so detailliert, heftig, tief in jeden einzelnen Text rein. Dafür muss ich das Album einfach noch ein bisschen öfter anhören, als nur die zwei Tage, wo ich es jetzt hatte. Feinstaub hat einfach eine absolute Ohrwurm-Hook, was in diesem Album das ein oder andere Mal vorkommt. Die Strophen selber klingen auch aus rap-technischer Sicht total geil. Wir haben schnellen Rap, einen geilen Flow, so ein bisschen eine aggressive Stimme. Das passt einfach alles perfekt zusammen. Ich finde, der Song selber klingt jetzt nicht nach einem typischen Alligator-Album-Opener, was aber den Song an sich absolut in keinster Weise irgendwie schlechter machen könnte. Außerdem haben wir am Ende mit dem Liebe ist alle, diese Anspielung auf Liebe ist alles, irgendeinen Song, wo ich nicht mehr weiß, was war das für ein Song? Auf jeden Fall wird das Thema Liebe hier noch das ein oder andere Mal thematisiert auf dem Album. Mit dir schlafen ist ja bereits bekannt, war ja eine Single und ich finde den Track nach wie vor einfach nur extrem stark. Wir haben hier ein mega gutes Feature mit Esther Graf, das hört sich einfach schön an, es passt einfach. Sehr starke Stimme, sehr schön gepaart mit diesem Instrumental und diesem Gesamtaufbau vom Song. Passt einfach alles zusammen. Man könnte fast meinen, Alligator ist ein begabter Musiker. Hm? Ich finde den Song Dunstkreis ganz interessant, weil das ist textlich wirkt es so ein bisschen Vorzüge und Situationen in der Beziehung. Also so ein bisschen zunehmen, was ja normal ist. Man schminkt sich nicht mehr. Es gibt Männer, die sich schminken, durchaus. Jogginghose, Sofa, entspannter Abend, gib ihm. Und dass man irgendwann stinkt, weil man nichts mehr anderes haben will, außer eben die Nähe zum Partner und auf alles andere pfeift. Also vielleicht so ein bisschen extreme Beziehung. Das Thema finde ich einfach extrem witzig und gut umgesetzt und schön verpackt in diesem Song einfach. Und ich glaube, der kann auch live richtig gut funktionieren. Wobei ich das so ziemlich bei allen von diesem Album glaube. Man könnte fast meinen, Alligator ist ein begabter Musiker. Hart vermissen ist ein sehr geiler Song, aber ich tue mir da ein bisschen schwer, den Text zu deuten. Vielleicht geht es auch nur mir so. Es wirkt auf mich so ein bisschen wie, man will sich nicht wirklich binden, aber der andere wird so stark von einem vermisst und man will es aber nicht. Und pff, schöner Song auf jeden Fall. Auch eine ziemliche Ohrwurm-Hook. Aber bei dem Song bin ich ganz ehrlich, so gut ich den auch finde, da fehlt noch so ein bisschen der Funke. Der ist absolut nicht schlecht. Ich finde ihn wirklich gut, aber ist noch nicht ganz übergesprungen. Bei Fuck Rock'n'Roll war das bei mir und auch bei ein paar anderen, die ich gefragt habe, wirklich allen genau gleich. Man hört den Song das erste Mal an und denkt sich so, okay, ja, das ist auf jeden Fall was anderes. Und dann läuft der aber ein paar Mal und dann wirkt er irgendwie immer geiler und ich feiere den Refrain inzwischen übertrieben. Beim ersten Mal, wo ich den Song gehört habe, war ich eher sehr kritisch gegenüber. Und es war einfach nur ein paar Mal hören und ich fand ihn wirklich von Mal zu Mal einfach besser. Und ist halt auch wieder ein bisschen abwechslungsreich, wie eigentlich das ganze Album. Das Einzige, was wir auf dem Album jetzt nicht wirklich so haben, sind solche Sachen wie Hass. So richtige, richtige heftige Banger. Das haben wir auf diesem Album nicht. Bei Unter Freunden finde ich diesen gerappten Gesang am Anfang extrem geil und auch dann eben dieser Übergang in den schnellen Rap. Das kommt einfach so feelingtechnisch voll geil. Und bei dem Lied war es dann auch so, dieser Rap-Part hat mich dann wieder so überrumpelt, einfach der Tatsache von meiner Erwartungshaltung her. Ich hatte letztes Jahr immer wieder das Problem, dass meine Erwartungshaltung zu hoch war oder einfach eine Erwartungshaltung einem Album nicht gerecht werden konnte. Und jetzt war es einfach so, ich habe ein komplettes Gesangsalbum erwartet oder halt ein sehr, sehr gesangslastiges Album mit relativ wenig Rap, was ich jetzt an sich nicht schlimm finde, aber ich finde eben einen rappenden Alligator sehr geil. Und deswegen hat mich das sehr positiv überrascht, weil Erwartungshaltung. Wieso mache ich sowas immer unnötig kompliziert? Thematisch finde ich das Ganze halt auch extrem geil, weil ich glaube, das haben auch halt schon richtig viele durchgemacht, dass man irgendwie in einen Freundeskreis gekommen ist, in den man unbedingt wollte. Und dann war das so voll die toxische Scheiße in diesem Freundeskreis. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr negative Erfahrungen in Freundeskreisen gemacht habt. Wenn ja, tut mir das echt leid. So habe ich auch durchgemacht, aber hey, man lernt aus solchen Situationen. Ich weiß, klingt total cheesy, aber ist so.
Bei Ich hänge hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass der Beat auch von einem Bones MC Lied sein könnte, was ich aber jetzt absolut nicht negativ meine, weil ich finde eigentlich, dass die Beats von denen immer ziemlich fett sind. Den Refrain finde ich extrem stark hier und diesen Bridge-Part am Ende mit dem Mir liegt was auf der Zunge, das hat mich einfach so an typische Shisha-Bar-Mucke erinnert, so, ja, auch so Richtung 187. Tut mir leid, wenn sich dadurch jetzt irgendjemand getriggert fühlt, aber komm, ihr hört's doch auch. Auch Nebenjob war ein Song, den wir bereits kannten, das ist auch als Single veröffentlicht worden und das ist nach wie vor ein ziemlich fetter Song, beziehungsweise finde ich den Song inzwischen sogar noch besser als damals, als er rausgekommen ist. Starke Nummer. Ich finde auch, dass dieser Song hier sich ganz extrem von dem Rest des Albums abhebt, einfach nur wegen dem Instrumental selber. Das hat für mich so ein bisschen Vibes wie damals meine Band. Nach wie vor absolut starker Song mit einer sehr coolen Thematik. Und ja, Nachbeben. Nach wie vor in meinen Augen einer der besten Alligator-Songs überhaupt. Diese Thematik ist einfach der absolute Wahnsinn. Übertrieben geile Rap-Parts, übertrieben geile Refrain. Perfekter Song. Mein absoluter Höhepunkt des Albums, definitiv. Ich habe ja auch da mal eine Reaction zu dem Song gemacht und da war dann ein Kommentar, der ging so ein bisschen auf den Drogenkonsum ein durch dieses Ich baller und das Ich drück. Vielleicht ist es jetzt total offensichtlich und ich komme da mega spät drauf, aber ist das Ich baller und das Ich drück, also hinsichtlich der Drogenthematik, nicht eher so ein Vergleich bzw. eine Anspielung darauf, dass man eben negative Medien und auch schlimme Nachrichten einfach permanent konsumieren will und auch regelrecht süchtig danach wird, obwohl es einem nicht gut tut, also eben wie Drogen mit Ich baller und Ich drück? Oder ist es eigentlich komplett offensichtlich oder macht es gar keinen Sinn? Und Sinn macht schon, oder? Geiler Song. 10 von 10. Habe ich in der Review nicht einmal gemacht, aber der kriegt eine 10 von 10. Stay in Touch müssen wir jetzt auch nicht so mega krass drauf eingehen, ist ja auch eine Single gewesen. Immer noch ein ziemlich geiler Song. Immer noch eine coole Thematik und auch hier wieder gehört es so zu dem Thema Liebe und alles, was drumherum gehört, hätte auch eigentlich Triebwerke 2 sein können. Ist jetzt nicht negativ gemeint, absolut positiv. Triebwerke war großartig. Und dann kommen wir zum vorletzten Track zu Verloren. Und oh mein Gott, ist das ein absolut mega geiler Song. Ein Freund, der es einfach so komplett unter der Haube ist, dass er so voll schon Nachwuchs am Stissel hat. Und wie übertrieben das einfach überdramatisiert wird. Ich liebe diesen Track so extrem. Denn zusätzlich zu diesem extrem übertrieben witzig dargestellten Thema haben wir einfach diese extrem schöne Melodie und einen wirklich, wirklich extrem schönen Gesang. Also da zeigt Alligator wirklich, was er gesangstechnisch drauf hat. Das ist einfach der Wahnsinn. Ist halt auch so durchaus sehr ansprechend für meine Altersgruppe plus minus 3 Jahre. Also vielleicht ist es auch nochmal so ein Punkt. Und wir kommen zu Nicht adoptiert und dem letzten Song auf dem Album. Ja, und wir kommen eigentlich von einem Freund, der Nachwuchs hatte, zum eigenen Nachwuchs. Sehr viel Text in dem Song, extrem viel Text in dem Song, was ich sehr geil finde, weil er das so erzählerisch darstellt, dass ich einfach nur gebannt zuhören muss. Ich höre wirklich das Lied und sitze einfach nur dran und ich höre einfach nur zu, was Alligator da erzählt. War ja auch eine Single, das sind ganz schön viele Single-Releases davor geworden, wobei Fuck Rock'n'Roll am Tag des Album-Releases rauskam. Dennoch, sehr viele Vorab-Singles. Ich bin im Nachhinein, auch wenn ich jetzt nicht so richtig tief auf alles eingegangen bin, doch froh, dass ich diese Review nicht direkt am Freitag rausgehauen habe, sondern jetzt eben am Sonntag, damit ich auch noch Zeit für mich hatte, das Album einfach noch mal ein paar Mal anzuhören, weil das muss man bei diesem Album auch und das will man bei diesem Album auch. Wir haben hier ein sehr abwechslungsreiches Album, auch wenn, wie gesagt, solche heftigen Dinge wie Hass oder sowas fehlen. Es geht jetzt nicht so in diese härtere Schiene, was es aber auch nicht muss. Weil wir hier auf diesem Album, finde ich, genau auch wie bei STRW5 und bei sehr vielen Alligator-Sachen, aber gerade zuletzt bei diesen zwei Alben wirklich mega krass, ein extrem krass hohes Textniveau haben. Und ich glaube auch, dass das Album als Ganzes einfach live perfekt funktionieren wird. Und auch als dieses Quartettkonzert, das ja am Freitag ausgestrahlt worden ist, oh mein Gott, ist das geil. Schaut euch das einfach an, das ist der absolute Wahnsinn. Nach dem ersten Mal hören habe ich mir so gedacht, kommt dieses Album für mich an STRW5 ran? Und habe mir eigentlich gedacht, nö, kann es eigentlich nicht wirklich. Inzwischen, nachdem ich es jetzt doch schon einige Male gehört habe, ist es für mich immer noch nicht ganz auf dem Niveau von STRW5, was für mich einfach ein absolutes Highlight ist, aber eben auch der Umstände entsprechend, wie wann das released worden ist. Aber dieses Album wird wirklich für mich von Mal zu Mal hören immer noch besser. Und es ist auf jeden Fall
momentan mein zweitliebstes Alligator-Album und wahrscheinlich in einem halben Jahr mein absolutes Lieblings-Alligator-Album, wenn es überhaupt noch ein halbes Jahr dauert. Absolute Hör- und Kaufempfehlung, definitiv. Keine Ahnung, wann das physische Release bei allen ankommen wird, soll in der Woche vom 28. März ausgeliefert werden. Ihr könnt dieses Video sehr gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren. Vielen Dank für 10.000 Abonnenten, das ist einfach so absurd. Ohne Scheiß, vielen, vielen Dank. Heute kein Endcard-Song, weil es ist gerade Samstag auf Sonntagnacht. Es ist so früh Sonntagmorgen. News kommen morgen. Gerne einschalten. Das ist noch ein Video. Könnt ihr angucken und abonnieren. Klassische Endcard, wie früher. Sicker Scheiß.